Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt, Ihrer Informationssendung rund um medizinische Themen hier bei Asklepios im Internet. Heute handelt es sich um ein ziemlich sensibles Thema, nämlich der Erektionsstörung, was man dagegen tun kann. Dazu habe ich mir einen auch sehr sensiblen Gast eingeladen, nämlich Herrn Dr. Potek, Chefarzt der Urologie am Asklepios Westklinikum Hamburg-Rissen. Hallo. Hallo. Sagen Sie, wer ist denn überhaupt am häufigsten betroffen von dieser Problematik? Kann man das schon mal eingrenzen? Ja, das kann man sehr gut. Wenn man sich die Anatomie des Penis anguckt, um die es ja hier geht, dann sieht man, dass das ein Organ ist, was im Wesentlichen aus Blutgefäßen besteht. Die Erektion wird geregelt durch Nerven, die an den Blutgefäßen Drosselventile auf- und zumachen. So kann man sich das ganz einfach vorstellen. Und Männer, die Gefäßerkrankungen haben, die haben natürlich dann auch Gefäßerkrankungen im Penis. Das heißt, die kriegen dort Funktionsstörungen, also die Erektion funktioniert nicht mehr richtig. Also alle die, bei denen die Blutgefäße in Gefahr sind, die müssen sich auch darüber klar sein, dass die Erektion eventuell beeinträchtigt werden kann und wenn das dann tatsächlich passiert, auch dementsprechend reagieren. Manchmal geht es auch mit der Erektionsstörung los. Erst kommt die Erektionsstörung, dann kommt der Herzinfarkt. Das kann auch passieren. Das ist ein Frühwarnzeichen. Was man natürlich als Patient wahrscheinlich überhaupt nicht einordnen kann. Wie erkenne ich denn, ich nicht, der Mann, dass es sich dabei um eine Problematik handelt, die ich vielleicht mal untersuchen und behandeln lassen sollte? Ja, der Mann kennt sich selbst am besten. Er kann sich beobachten über sein Leben lang. Er weiß genau, wie die Erektion in der Jugend war. Natürlich ist in der Jugend am kräftigsten. Wir sind ja biologisch sozusagen determiniert. Wir haben einen ganz bestimmten biologischen Lebensauftrag und nach der Pubertät fangen diese Organe an, bei Mann und Frau ihre Funktion aufzunehmen und dann hat man die ersten Erektionen. Das sind meistens auch die kräftigsten. Die nehmen im Laufe des Lebens dann ab, weil die Blutgefäße eben schlechter werden. Aber in aller Regel kann auch der alt gewordene Mann eine ganz normale Sexualleben mit kräftigen Erektionen haben, wenn die Blutgefäße funktionieren. Wenn er aber einen Bluthochdruck hat zum Beispiel, der die Gefäße schädigt, oder ein Diabetes, die Zuckerkrankheit schädigt die Gefäße, oder eine koronare Herzkrankheit, dann sind das eben Dinge, die dort auch Auswirkungen haben können. Und dann merkt der Mann, dass die Erektion schwächer wird oder, wenn sie nicht schwächer wird, kürzer anhält. Also das Durchhaltevermögen sozusagen nicht mehr da ist, wie es früher war. Und das ist dann der Punkt, an dem man sich an den Fachmann wenden sollte, um eben zu fragen, ob er was tun kann. Jetzt ist so eine Erkrankung wie Bluthochdruck, wenn man in dem Fall von Erkrankungen sprechen kann, ja nun wirklich sehr, sehr häufig. Ist denn die Häufigkeit der Erektionsstörung auch dementsprechend hoch? Wir glauben schon. Wir glauben, dass also jeder nicht behandelte Hochdruckpatient irgendwann eine Erektionsstörung bekommt. Die Frage ist nur, ob er das auch äußert und ob das für seine Lebensqualität eine so hohe Beeinträchtigung ist, dass er das beim Arzt äußert. Viele werden andere Probleme haben. Bluthochdruckpatienten können Schlaganfälle bekommen und dadurch eben in ihrer gesamten Funktionalität sozusagen so stark eingeschränkt werden, dass die Sexualität dann nicht mehr die große Rolle spielt. Das muss man natürlich auch sehen. Wer aber ansonsten seinen Bluthochdruck gar nicht so sehr merkt, ihn zufällig festgestellt hat, der sollte eben darauf achten. Und das sind eben auch die Patienten, die zu uns in die Praxis kommen und sagen, ich habe hier ein Problem. Dazu muss man auch wissen, dass Bluthochdruck ja heutzutage weit überwiegend mit Medikamenten behandelt wird. Und auch einige Medikamente, die Nebenwirkungen haben, dass sie die Erektion wieder ausnocken. Also Beta-Blocker zum Beispiel, auch Calcium-Antagonisten können als Nebenwirkung Erektionsstörungen haben. Dann hat man zwar die eine Seite behandelt, auf der anderen Seite wird das nächste Loch aufgemacht. So ist das in der Medizin manchmal. Die Nebenwirkungen sind manchmal beeinträchtigender als die eigentliche Wirkung. Das hört sich danach an, dass es für Sie als Urologe vielleicht auch nicht ganz einfach ist, erstmal zu differenzieren und herauszufinden, wo denn die Ursache liegt. Oder? So ist das. Also wir gucken uns den Mann, der mit der Erektionsstörung kommt, zunächst einmal organisch an. Wir hören uns seine Geschichte an, natürlich, selbstverständlich. Es gibt auch Fragebögen, international validierte Fragebögen, die man Patienten geben kann, um so gewisse Anhaltswerte zu haben, wie stark die Störung denn ist. Aber letztendlich kommt es darauf an, das Organ zu betrachten. Und eine wesentliche Schlüsseluntersuchung heute ist die Ultraschalluntersuchung des Penis. Mit Ultraschall kann man Blutgefäße ganz wunderbar darstellen. Man kann nachgucken, ob die vier Arterien, die es im Penis gibt, ob die funktionieren, ob die da sind. Wenn sie nicht funktionieren, hat man ein Problem. Ersetzen kann man sie nämlich nicht. Man kann aber Arterien, die schlecht durchblutet sind, dazu bringen, sich mehr zu füllen und die Durchblutung wieder zu verbessern. Das geht durchaus.
Dann muss man natürlich noch nach ein paar anderen Sachen gucken am Genitale, weil auch andere Erkrankungen die Nebenwirkung sozusagen haben können. Aber das ist eben Aufgabe des Urologen im Rahmen einer normalen körperlichen Untersuchung. Hat es denn dann auch wirklich meist urologische Ursachen? Die Männer, die zu Ihnen kommen, haben die wirklich etwas? Oder? Die meisten haben eine Gefäßkrankheit. Ja, in einer schleichenden, beginnenden Phase und wissen das nicht. Und es ist nicht ganz so einfach, dass man dann sagt, okay, jetzt nehmen Sie mal dies oder jenes Medikament, dann wird alles wieder gut. Sondern dann muss man sich in einen Pakt begeben mit dem Hausarzt, mit dem Internisten, mit dem Kardiologen und für den betroffenen Einzelnen dann auch eine individuelle Therapie finden, in der möglicherweise erektionsfördernde Medikamente auch ihre Rolle spielen. Das ist aber nicht alles. Es gehört also die Gesamtschau dazu. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn dann? Ja, die wesentliche Veränderung in der Therapie der Erektionsstörung ist jetzt etwas mehr als 10 Jahre alt. Das Zauberwort ist ein Medikamentenname, die nennen die anderen Namen auch noch, Viagra von der Firma Pfizer. Das zweite ist Levitra von Bayer, das dritte ist Cialis von Lilly. Diese 3 Medikamente haben die Therapie der erektilen Dysfunktion völlig verändert. Alles, was es vorher gab, Gefäßoperationen zum Beispiel, gibt es nicht mehr, macht man nicht mehr. Weil mit diesen Medikamenten es gelungen ist, die Vorspannung in dem Organpenis zu erhöhen, sodass also die Erektionsbereitschaft erhöht ist. Das muss man sich immer vor Augen halten. Die Medikamente machen keine Erektion. Wenn man so ein Medikament nimmt und sich dann vor die weiße Wand setzt, dann passiert überhaupt gar nichts. Es muss ein erotischer Stimulus her, der dann zur Erektion führt. Und diese Medikamente, die jetzt auf dem Markt sind, haben etwas unterschiedliche Wirkungsweisen. Danach sucht der Urologe das richtige Präparat für den Patienten aus. Im Wesentlichen geht es um die Zeit. Es gibt ein Medikament, dieses Viagra, das wirkt relativ schnell. Die Wirkung ist aber auch schnell wieder weg. Das ist also was für denjenigen, der sein Sexualleben sehr deutlich planen kann. Der also sagen kann, heute ist Freitagabend, da wird sich irgendwas abspielen. Also nehme ich um 19 Uhr so ein Ding und dann geht es um 22 Uhr auch noch. Das ist eine Möglichkeit. Was das Medikament ja auch tatsächlich bekannt gemacht hat. Genau, ganz genau. Ja. Genau. Also wirklich da ein schneller Einsatz möglich. Mhm. Eine zweite Wirkungsform beim Cialis ist eben wesentlich länger. Das Levitra liegt so ein bisschen in der Mitte, eher Richtung Viagra. Und so hat denn die Firma Lilly seinerzeit auch mit dem Slogan geworben, Zeit für die Liebe. Dass man also, man muss sich nicht so viel Gedanken drum machen. Man kann also donnerstags abends eine Tablette nehmen, die wirkt dann auch bis Sonntag noch. Und die neueste Form, die sich da etabliert hat, ist eine ganz kleine Dosierung jeden Tag zu nehmen. Jeden Tag der Woche. Dann hat man quasi immer eine deutlich erhöhte Erektionsbereitschaft als Betroffener. Menschen, die keine Erektionsstörung haben, brauchen das nicht zu nehmen. Eine Zeit lang galt das mal so als Modedroge. Da warf man sich auf einer Party sowas ein, um eben dann richtig toll dazustehen. Das ist überzogen, das braucht man nicht. Aber wer ein Problem hat, der kann eben zusammen mit seinem Urologen das richtige Medikament aus diesen 3 aussuchen. Es gibt, wenn das nicht funktioniert, auch noch andere ältere Medikamente. Apomorphin, ist Xsens Uprima heißen die, ist eine Möglichkeit. Die Wirksamkeit ist aber deutlich schlechter. Und dann gibt es noch gefäßaktive Substanzen, die man in den Schwellkörper spritzen kann. Das ist die sogenannte SCID-Therapie. SCID für Schwellkörper-Injektionstherapie. Anderes Wort ist, Patient spritzt es selber? Der Patient spritzt es selber. Dann heißt es SCAT, Schwellkörper-Auto-Injektionstherapie. Cool. Nicht SCAD, sondern SCAD. Und die Männer können das lernen, das ist überhaupt gar kein Problem. Diabetiker lernen, sich was zu spritzen. Rheumatiker spritzen sich Medikamente selbst. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das ist eine gewisse Überwindung. Es gibt auch welche, die es nicht schaffen. Schwellkörper und Spritze. Es ist unangenehm, aber es führt eben zum Ziel der Erektion. Mhm. Und die soll zu etwas nicht Unangenehmem führen. So gesehen muss man das in Kauf nehmen. Man muss es in Kauf nehmen. Ja. Das gleiche Medikament, was man spritzt, kann man auch in einer weiteren Anwendungsform, Muse heißt die, in die Harnröhre absetzen. Da gibt es einen speziellen Applikator, den schiebt man vorne in die Harnröhre rein, drückt einmal drauf und dann fällt so ein Pellet in die Harnröhre, löst sich da auf und dann wirkt das auch so. Das funktioniert leider nicht bei allen Männern, sonst wäre es eine tolle Möglichkeit gewesen, aber die Wirksamkeit ist relativ schwach. Das ist so die Palette der medikamentösen Therapie, die man heute anwendet. Wir wollen nicht vergessen, dass davor sicherlich auch noch pflanzliche Medikamente ihren Sinn und Zweck haben. Da gibt es also zum Beispiel diese Yohimbe-Rinde.
uralt bekannt, in Naturvölkern angewendet, kriegt man sowohl in verschreibungspflichtigen wie nicht verschreibungspflichtigen Applikationsformen, Apotheken, Drogerien, sonst irgendwo. Das kann man durchaus machen. Das ist was für die ganz, ganz milden Formen. Das ist jedem selbst überlassen auszuprobieren. Da sind wir als Ärzte gar nicht gefragt. Da wollte ich gerade noch ansetzen. Das hört sich nach so einer großen Palette an, wo ich ja vielleicht als Patient auch gar nicht mehr beurteilen kann, welches das richtige Medikament wäre. Genau, genau. Haben denn in der Regel die Patienten schon die ganze Bandbreite ausprobiert, vom homöopathischen bis hin zur Schwellkörperinjektion? Nein, das haben sie nicht, weil die ja rezeptpflichtig sind. Also die drei genannten, Viagra, Levitra, Cialis und die anderen, die man spritzt und so, die müssen vom Arzt rezeptiert werden. Und sie sollten natürlich, wie alle Medikamente, von einem Arzt rezeptiert werden, der Erfahrung damit hat. Das ist in diesem Fall eben der andrologisch versierte Urologe, der nach einem entsprechenden Gespräch mit dem Patienten auch herauszufinden versucht, welches Medikament für ihn am besten ist. Das ist das eine, also so diese zeitliche Einschätzung. Und zum anderen muss man natürlich auch ausprobieren, welches Medikament denn wirklich wirkt, weil nicht alle Medikamente bei allen Menschen gleich wirken. Wenn das auch nicht funktioniert, dann wird es technisch. Wollte ich gerade sagen, was ist dann? Also wenn die Medikamente nichts mehr nutzen und sie wirklich... Genau. Die Medikamente können ja nur dann funktionieren, wenn die Blutgefäße im Penis zwar einen Schaden haben, aber grundsätzlich noch da sind. Und wenn sie von den Nerven angesteuert werden. Wenn die Nerven nicht mehr da sind, weil sie zum Beispiel von einem Diabetes zerstört worden sind oder weil es Operationen gegeben hat im kleinen Becken, bei denen diese Nerven beschädigt worden sind, dann kann man mit diesen Medikamenten auch nichts mehr holen. Dann kann man aber zum Beispiel sogenannte Vakuumpumpen anwenden. Das sind Kunststoffzylinder, die man über den Penis stülpt und wo man mit einem Pumpensystem die Luft raussaugt und dadurch zu einer Erektion führt, dass man quasi von innen das Blut in den Penis saugt. Dann wirft man an der Peniswurzel so einen Silikonring ab, der die Blutgefäße absperrt und dann ist der Penis halt blutgefüllt, irrigiert. Das Problem ist nur, dass an der Peniswurzel, da wo der Ring sitzt, da hört das natürlich auf, sodass die Stabilität manchmal für den Geschlechtsverkehr dann eben doch nicht ausreicht. Das ist auch kulturell so ein bisschen unterschiedlich. Es wird immer behauptet, dass also in den USA die Umsätze der Hersteller von Vakuumpumpen deutlich höher sind als bei uns. Nicht nur, weil dort mehr Menschen leben, sondern weil die sich offensichtlich da anders drauf einlassen. Und in Deutschland funktioniert das nicht so richtig. Ich kenne den genauen Grund nicht. Sind die Deutschen zu verkopft? Oder? Vielleicht, vielleicht. Es muss so natürlich wie möglich sein. Ja. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Sie haben auch... Ja, ich habe hier was mitgebracht. Das sind Schwellkörperimplantate. Wenn gar nichts anderes mehr geht, dann fängt unsere Arbeit, die des klinischen Urologen, an. Ich betrachte mich selber als einen rekonstruktiven Operateur. Wir machen also Operationen, bei denen veränderte oder beschädigte Organe des Urogenitaltrakts wieder repariert werden, von der Harnröhre bis eben zum Kontinenzapparat. Dazu gehören auch die Implantationsformen am Schwellkörper. Das Einfachste, was man machen kann, ist ein solches Implantat einbauen. Das sieht so einfach aus, so ein Silikonstab, da innen drin ist aber schon eine ganze Menge Technik. Da sind so Silberdrähte, die in einer speziellen Form miteinander verflochten und verwoben sind. Und dadurch kann man sie biegen. Also man kann, wenn das in den Schwellkörper eingebaut ist, den quasi in einer Ruhestellung lassen, in der Hose tragen und zum Wasserlassen benutzen. Und wenn man eine Erektion haben will, dann stellt man ihn halt auf. Das ist das. Das Problem dabei ist, die Länge ist vorgegeben. Und so wahnsinnig flexibel ist das nicht. Also die Biegung muss tatsächlich praktisch immer selber... Mit der Hand muss es gemacht werden. Und es ist nicht sehr stabil, aber eine einfache, simple Lösung. Dazwischen gibt es eine ganze Menge Mischformen, wenn man so will. Das ist aber hier das Flaggschiff. Das ist eine dreiteilige hydraulische Prothese, die mit Wasser gefüllt wird. Dieses Reservoir kommt in den Bauchraum, die Pumpe kommt in den Hodensack. Und diese beiden Zylinder kommen in die Schwellkörper. Die sind schlapp und weich zunächst einmal. Im Ruhezustand hängen die ganz normal in der Hose. Und wenn der Mann dann eine Erektion haben will, dann fasst er sich an den Hodensack. Das ist da drin eingebaut. Alles ist unter der Haut verborgen. Nichts hängt nach draußen raus. Das ist so ein Missverständnis, was die Leute gerne haben. Die Pumpe hinge irgendwie draußen oder sowas. Das soll um Gottes Willen nicht passieren. Die muss also verborgen sein. Und dann fasst man durch die Haut an die Pumpe und pumpt das System dann auf. Und dann gibt es eine Erektion. Man kann es an dem Modell nicht so super gut erkennen, aber vielleicht erahnen, diese Prothese hier, die
ahmt die natürliche Erektion am besten nach, weil sie sowohl in der Länge wie auch im Durchmesser wächst. Mhm. Das entspricht der natürlichen Erektion am meisten. Deshalb ist das das aufwendigste, gleichzeitig auch das teuerste Implantat, was wir haben. Die kann man auch wieder entpumpen. Genau, und wenn man dann auf diesen Lösungsknopf hier drückt, dann bricht die Erektion wieder zusammen. Manchmal muss man ein bisschen nachhelfen und hier drauf drücken, dann ist sie wieder leer. Mhm. Das ist unser Flaggschiff. Dazwischen gibt es eine ganze Menge anderer Möglichkeiten, Mischformen noch. Da wird für den Patienten individuell ausgesucht, welche denn die richtige ist. Wenn das aber das Flaggschiff ist, warum wird die überhaupt noch eingesetzt? Die wird in Deutschland sehr wenig eingesetzt. Mhm. In Deutschland zahlt ja die Implantation dieser Systeme die gesetzliche Krankenversicherung. Es gibt auch Länder, wo eben die gesetzliche Krankenversicherung nichts zahlt. Und dazwischen liegen ein paar tausend Euro. Wenn man das selber bezahlen muss, dann schaut man sich halt genau an, was man bekommen möchte. Nun ist es ja so, oder jedenfalls sagt man es so, dass Männer generell schon nicht so gerne zum Arzt gehen. Wenn es sich dann auch noch um ein so sensibles und heikles Thema dreht, kann ich mir vorstellen, dass sie noch ungerner zum Arzt gehen. Ist das so, beziehungsweise wie kann man das Ganze auflockern, das Thema, für die Männer etwas greifbarer machen und ihnen die Angst nehmen? Das gehört in den Bereich der Früherkennung. Früherkennung wird von den Menschen halt sehr schlecht angenommen. Bei uns, in unserem Kulturkreis zumindest, muss man einfach so sagen. Früherkennung bei Frauen ist ja schon ein Problem genug. Also Brustkrebsfrüherkennung wird gesetzlich angeboten an jeder Ecke. Wie viele nehmen es wahr? Die genaue Zahl kenne ich nicht. Aber es wird nicht die Hälfte aller Frauen sein. Mhm. Und bei den Männern ist der Faktor noch viel kleiner. Also weniger als 10% machen das. Und bei der Früherkennung geht es ja häufig um lebensbedrohliche Dinge, wie in der Urologie zum Beispiel das Prostatakarzinom. Mhm. Da wissen viele Männer inzwischen eine ganze Menge drüber, dass man aber mit der Diagnostik der Erektionsstörung auf Früherkennung für das Herz machen kann. Das weiß eigentlich noch keiner. Und da tut also Aufklärung Not. Und da arbeiten wir auch dran, in entsprechenden Veranstaltungen darauf immer wieder darauf hinzuweisen, eine Erektionsstörung kann der Anfang einer schweren Gefäßerkrankung sein. Und dann ist es eben wichtig, dass man eine Vielzahl von ärztlichen Kompetenzen nutzt, das Problem zu erkennen und dann auch zu behandeln. Das ist also ein wichtiger Appell für Männer, die Erektionsstörungen haben. Bitte gehen Sie zum Arzt. Es kann erstmal der Hausarzt sein, der wird dann weiter routen und bahnen sozusagen. Es kann auch der Kardiologe sein, wenn es darum geht, die Frage zu stellen, habe ich denn Probleme mit dem Herzen? Die Erektionsstörung muss man auf jeden Fall verbalisieren. Man muss es sagen. Man muss es dem Arzt sagen. Ich habe da übrigens noch ein Problem. Ja? Wir Urologen fragen aktiv danach. Die anderen tun das weniger. Der Kardiologe kümmert sich um Herz. Muss es einem wirklich nicht der Augenarzt kümmert sich um die Augen. Und wir kümmern uns unter anderem um die Erektion. Merken Sie denn, dass der Trend tatsächlich vielleicht auch schon positiv ist, dass das Thema so ein bisschen salonfähiger ist mittlerweile? Nein, überhaupt nicht. Also meiner Ansicht nach hat die sogenannte sexuelle Revolution der 68er überhaupt nicht stattgefunden. Da gibt es noch viel Arbeit. Die Menschen sind sehr scheu und sobald das Thema schlüpfrig wird, sobald es an die Sexualität geht, fallen bei den meisten Menschen doch die Klappen. Man muss ja aktiv abholen und wirklich direkt danach fragen. Das heißt, man kriegt tatsächlich die Männer eher dann zum Arzt, wenn man ihnen genau das sagt, es könnte eine andere Erkrankung dahinter stecken, die, wenn man sie nicht jetzt im Keim erstickt, etwas augenfällig Lebensgefährliches, das wird behandelt. Etwas, was nur die Lebensqualität so ein bisschen ankratzt, oft gar nicht. Und darunter leidet nicht nur der Mann, sondern auch seine Partnerin. Weil manche trauen sich, wenn sie eine Erektionsstörung haben, gar nicht mehr ihre Frau anzufassen. Und darunter kann eine Partnerschaft natürlich ernsthaften Schaden nehmen. Also geht der Appell auch an die Frauen. Absolut. Wenn die merken, dass die Männer sich irgendwie zurückhalten, sollten sie ruhig mal nachfragen. Macht Sie denn das ärgerlich, dass da tatsächlich immer noch diese Scheu da ist, dass die Männer einfach nicht zu Ihnen kommen? Das ist, nein, es kommen ja genug. So ist es nicht. Also wir brauchen uns über Arbeit nicht zu beklagen oder mangelnde Arbeit nicht zu beklagen, aber insgesamt gesehen ist es im Einzelfall ein bisschen schade, wenn man jemanden im Konsiliardienst auf der Kardiologie besucht und dann vom Patienten gesagt bekommt, naja, eine Erektionsstörung hatte ich schon vor 3 Jahren, habe ich aber nicht so wirklich drüber nachgedacht, was das bedeuten kann. Der hätte vielleicht, wenn er aufgepasst hätte, hätte seinen Herzinfarkt nicht gekriegt. Vielen Dank, Herr Dr. Pottig, für diesen sehr, sehr schönen Schlusssatz. Ich fand, das war nochmal eine sehr ernsthafte Einordnung des Themas. Danke auch. Ich hoffe, dass Sie sich diesen Appell sehr zu Herzen genommen haben, liebe Herren.
Ich danke Ihnen vielmals fürs Reinklicken und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Da behandeln wir ein neues medizinisches Thema unter www.asklepios.com/nachtvorlesungen. Schalten Sie einfach wieder ein. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.